Wieso ist der September schon wieder rum? Jetzt muss ich euch einen total miserablen Lesemonat präsentieren und mit euch über eine Serie reden. Ich habe es diesen Monat echt nur geschafft, 4 Bücher zu lesen und ein Nichtbuch. Das zähle ich also nicht wirklich dazu. Aber egal, ich werde euch was zu den 4 Büchern sagen. Ich habe nämlich nicht geschafft, auch nur ein einziges dieser Bücher zu rezensieren. Falls ihr meinen Blog gelesen habt, habt ihr das mitbekommen. Da ist im letzten Monat nicht besonders viel passiert. Ich schäme mich auch dafür. Ganz doll. Ja, jedenfalls das erste Buch, was ich gelesen habe im September, das war direkt am Anfang und das habe ich auch schon in meinem letzten Monatsbericht kurz erwähnt. Und zwar war das Wenn ich bleibe von Gail Forman. Und das Buch, nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, da geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Familie einen schweren Autounfall hat. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das nicht besonders gut ausgeht für die Familie und das Mädchen liegt fortan im Koma. Und im Prinzip ist sie trotzdem irgendwo bei Bewusstsein, kriegt mit, was um sie herum passiert. Und es liegt jetzt an ihr, sich zu entscheiden, ob sie wieder aufwacht aus dem Koma oder ob sie sterben möchte. Und wie ich auch damals schon erwähnt habe, in dem letzten Monatsrückblick, ich finde, das war unheimlich berührend geschrieben. Die meiste Zeit über war es ein relativ unterhaltendes Buch. Aber gerade zum Beispiel die Beschreibung des Unfalls am Anfang hat mich doch ziemlich erschreckt, fand ich für ein Jugendbuch recht heftig. Aber insgesamt ein sehr schönes Buch, habe ich auch, glaube ich, mit 5 Sternen bewertet. Weiter ging es für mich mit dem ersten Teil von Godspeed. Und das wurde mir ja so häufig empfohlen von euch allen, dass ich mich richtig auf das Buch gefreut habe und dann kam die Enttäuschung. Ich fand es nicht schlecht, um das jetzt vorweg zu sagen, aber es hat mich auch irgendwie nicht so richtig begeistern können. Das liegt zum einen daran, dass ich die Mischung aus Science-Fiction und Dystopie nicht unbedingt gelungen fand, obwohl mich das noch weniger gestört hat, denn es spielt ja auf einem Raumschiff in der Zukunft. Und dieses Raumschiff wird halt unter strengem Regiment von einem Ältesten regiert. Und dieser Älteste hat halt einen Nachfolger, der jetzt gerade ausgebildet wird und der trifft dann auf ein Mädchen, das, wie lange? Über 200 Jahre eingefroren war auf diesem Schiff und dann zufällig aufgetaut wurde. So, das Ding ist, es kommt schnell heraus, dass irgendwas auf diesem Schiff nicht so läuft, wie es soll. Und hier ist eigentlich der Punkt, wo für mich als Leser zu dem Moment klar war, oh, jetzt wird's spannend, jetzt passiert irgendwas. Die Protagonisten, also dieser auszubildende Älteste und das Mädchen, müssen herausfinden, was da los ist. Und da ist eben auch schon dieser Verdächtige, der scheinbar die Fäden in der Hand hat und der Böse ist. Und für mich war klar, da passiert jetzt irgendwas in der Richtung von wegen, sie müssen ihm hinterher spionieren und es wird gefährlich und keine Ahnung. Das ist alles nicht passiert. Ich fand, in vielen Momenten war das einfach zu leicht gelöst. Sobald ein Konflikt auftrat, hat er sich von alleine geklärt und das alles ohne große Panik drumherum. Fand ich also langweilig ein bisschen, weil die Autorin eigentlich überhaupt nicht zugelassen hat, dass über längere Zeit Spannung aufkam. Das fand ich sehr schade, weil ich finde, das Buch hat viel Potenzial und ich glaube, es wird auch in den Fortsetzungen noch ein bisschen besser werden. Aber jetzt dieser erste Teil hat mir noch nicht unbedingt den Mund wässrig gemacht. Deswegen habe ich auch nur 3 Sterne vergeben. So viel also zu Godspeed. Danach wollte ich mir etwas mit Magie gönnen. Und zwar Blood Magic von Tessa Gretton. Und hier war es genau andersrum. Da habe ich unheimlich viele schlechte Bewertungen im Vorfeld gelesen und hatte deswegen auch keine hohen Erwartungen an das Buch. Wurde dann aber positiv überrascht. Im Prinzip die Liebesgeschichte, die es natürlich obligatorisch in jedem Jugendbuch gibt, ist hier ein bisschen platt formuliert. Da darf man nicht zu viel erwarten. Aber das Ganze drumherum hat mich doch irgendwie neugierig gemacht. Das fand ich spannend und interessant mitzulesen. Vor allem, wie die Magie in diesem Buch zustande kommt. Denn, wie der Titel es schon sagt, Blood Magic. Die Hexen oder Leute, die zaubern, müssen immer ein bisschen von ihrem Blut opfern. Also ein recht düsterer und gefährlicher Hintergrund und das Buch
geht damit sehr gut um, wie ich finde. Auf die Fortsetzung freue ich mich schon. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die in Deutschland erscheinen soll, weil ich glaube, die ist im englischen Original schon ziemlich lange auf dem Markt. Mal sehen. Ich werde mir zur Not das englische Buch holen, weil weiterlesen möchte ich auf jeden Fall. Ich habe 4 von 5 Sternen vergeben, eben weil einige Aspekte dann doch ein bisschen zu flach nur behandelt wurden, aber weil es im Großen und Ganzen schon überzeugt hat. Weiter ging es, weil ich gerade so schön im Flow war, mit einer weiteren magischen Geschichte, und zwar mit Krabat von Ottfried Preußler. Dieses Buch war interessant. Also der Schreibstil ist wirklich ganz anders, als man das gewöhnt ist. Er ist ein bisschen altertümlich, er ist ein bisschen trocken, sehr viel Beschreibung hat man hier drin. Und im Prinzip liest man auch häufig Wiederholungen. Also es geht um Krabat, der eben in eine Mühle kommt. Und in dieser Mühle geht es nicht ganz normal zu, denn der Mühlmeister ist ein schwarzer Magier. Und er hat immer 12 Auszubildende. Und die lernen halt die schwarze Magie, aber es scheint gefährlich zu sein, denn jedes Jahr stirbt einer von den Lehrlingen, auf mysteriöse Weise. So, und ja, das geht halt über 3 Jahre, meine ich, das Buch. Und es gibt so gewisse Rituale auf dieser Mühle, die sich jährlich wiederholen. Und davon liest man dann halt auch immer und immer und immer wieder. Aber es war trotzdem nicht langweilig. Das hat mich sehr überrascht. Also ich fand es interessant zu lesen, was dort passiert, obwohl eigentlich gar nicht groß was passiert. Und dieses, dass es so ein bisschen mysteriös blieb, weil man nicht durchblicken konnte, was da jetzt genau die Ursache ist, das macht eigentlich den Reiz dieses Buches aus. Und ich hatte sehr viel Spaß daran. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch länger geht, weil, und das ist jetzt der große Minuspunkt des Buches, das Ende kommt viel zu abrupt. Ohne große Erklärung, und das enttäuscht dann schon, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, es läuft darauf hinaus, das sollte jetzt eigentlich das fulminante Finale werden, und dann ist es einfach plötzlich in 3 Sätzen zu Ende. Ja, mehr gibt es da auch nichts zu sagen, also wirklich, es war einfach plötzlich zu Ende und das fand ich schade. Da hätte ich gern noch mehr von gelesen. Für Leute, die aber gerne so ein bisschen düstere, ein bisschen mysteriöse Geschichten lesen, finde ich, ist das Buch sehr empfehlenswert. Ich meine, ich habe 4 Sterne vergeben. Das letzte Buch vom September war dann, wie schon in meinem letzten Video erwähnt, das Nicht-Buch von Waititi. Auch hier muss ich sagen, für Fans ist das wirklich ein tolles Buch. Es hat mich auch ein paar Mal zum Lachen gebracht. Aber für Leute, die mit Waititi nichts anfangen können, ist das Buch wahrscheinlich auch absolut nicht zu empfehlen. Sehr viele Insider-Witze. Es ist nicht wirklich was zum Lesen, sondern besteht hauptsächlich aus Bildern. Und naja, passt nicht ganz in unsere Rubrik für Leseratten hier. Daher gehe ich da auch mal ganz schnell drüber hinweg. Ja, im Prinzip habe ich noch ein anderes Buch angefangen. Das habe ich heute erst beendet, beziehungsweise wenn ihr jetzt das Video seht, gestern. Und das war Die Bücherdiebin. Ich weiß, ich sollte das eigentlich erst im nächsten Monatsrückblick erwähnen, vielleicht mache ich es dann nochmal. Aber es ist noch so frisch, weil ich es eben heute erst beendet habe. Und ich habe das Gefühl, ich muss zu dem Buch unbedingt etwas sagen. Denn ihr habt ja alle gesagt, boah, lies das unbedingt, das ist so toll, das ist traurig, aber es ist auch total toll. Und ich kann jetzt total nachvollziehen, was ihr damit meintet. Das Buch ist ja ein Buch über die Macht der Worte und es spielt zur NS-Zeit. Es geht um ein kleines Mädchen, die Liesel, und wie sie diese Zeit erlebt, wie sie in eine Pflegefamilie kommt, wie sie Freunde findet und wie sie den Krieg miterlebt. Und in dieser ganzen Zeit begleiten immer wieder Worte und Bücher sie und lassen sie eigentlich die ganze Tragik und ja, dieses Grauen, was in dieser Zeit herrschte, irgendwie überstehen. Und ja, was soll ich zu dem Buch sagen? Es ist wirklich wunderschön geschrieben. Ich fand es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen kurzen Abschnitten, weil es ja aus der Sicht des Todes erzählt wird. Und da waren mir dann doch ein bisschen die Abschnitte zu kurz. Aber ich hatte mich dann nach, ich sag mal, 50 Seiten ungefähr doch dran gewöhnt. Und dann war ich total gefesselt von dem Buch. Ich habe mich echt teilweise geärgert, dass ich nur auf dem Weg zur Uni und auf dem Weg zurück von der Uni lesen konnte, weil ich so überhaupt nicht vorwärts gekommen bin und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Markus Zusack hat meiner Meinung nach die Kraft und die Magie, die in Worten stecken kann, nicht nur in seinem Buch beschrieben, sondern auch benutzt. Er hat da echt Ahnung von, denn er hat teilweise Sätze formuliert, die sind so schön, dass man sie eigentlich ausschneiden und sich an eine Ehrentafel an der Wand hängen möchte. Also ich habe echt ein paar Mal einige Sätze mehrmals gelesen, weil die einfach so schön waren. Und da muss ich euch jetzt ein bisschen schelten. Ihr wisst es ja jetzt für die Zukunft, ich schaffe es oft nur in der Straßenbahn zu lesen. Und das fand ich war bei dem Buch nicht unbedingt der geeignete Ort dafür. Denn ich habe tatsächlich auf den letzten Seiten ein paar Tränchen verdrückt. Und das ist in der Straßenbahn so, in der Öffentlichkeit, nicht unbedingt so toll. Weil die Leute mich echt komisch angeguckt haben. Ich saß da und fing an zu schniefen und so, ah, dieses Buch. Und es war ein bisschen peinlich. Aber es hat sich gelohnt und ich bin schon richtig gespannt, weil ich habe ja jetzt noch ein anderes Buch von Markus Zusack, ob das überhaupt da dran kommt. Ich glaube nicht. Eigentlich bin ich auch gerade noch in der Phase, wo ich sage, das ist eins dieser Bücher, nach denen man gar nicht weiterlesen möchte, weil man das Gefühl hat, wenn man jetzt was anderes liest, dann geht irgendwie der Zauber dieses Buches verloren und man vergisst die Wörter, die hier drin standen und man vergisst, wie wunderschön das geschrieben ist. Deshalb gönne ich mir, glaube ich, erstmal ein, zwei Tage ganz ohne Buch, damit ich das hier noch richtig verdauen kann. Ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe hier auch noch mein Lesezeichen drin. Also, jetzt fällt da was raus. Ja, könnt ihr gerne mal gucken, was da rausgefallen ist. Und zwar ist das von mir aus dem Labor heute. Also, war nicht gelogen, ich habe wirklich nur auf dem Weg von der Uni gelesen. Und tja, wer weiß, was es ist, kriegt einen virtuellen Keks. So viel also zu meinem Lesemonat September. Ich habe wirklich nicht viel geschafft. Vor allem ärgert es mich auch, dass ich nicht geschafft habe, eine Rezension zu schreiben. Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen noch ein, zwei nachschieben kann. Aber es ist wirklich schwierig, den Büchern gerecht zu werden, wenn es schon so lange her ist, dass man sie gelesen hat. Von daher muss ich mal schauen. Worüber ich aber noch unbedingt mit euch reden wollte, ist eine Serie. Und zwar gibt es diese Buchreihe schon lange, sie ist immer noch aktuell und sie wurde jetzt vor einiger Zeit auch schon angefangen, sie wurde verfilmt, beziehungsweise es wurde angefangen mit der Verfilmung in Form einer Serie. Es ist eine High-Fantasy-Serie, weshalb ich mich da unheimlich lange gegen gesträubt habe. Und noch dazu hatte ich immer das Gefühl, es ist eher was für Männer und nicht unbedingt für mich zart beseitete Urban-Fantasy-Leserin. Aber mein bester Freund hat mich dann doch gezwungen, die erste Folge zu gucken, die ich übrigens nicht gut fand, sondern ziemlich einschläfernd. Aber ich hatte da gerade mal ein bisschen Zeit und habe dann noch die zweite Folge hinterhergeschoben. Und dann habe ich die dritte Folge geguckt und ihr wisst, wie das läuft. Ich bin jetzt durch mit den ersten beiden Staffeln und ich bin total angefixt. Habt ihr schon erraten, um was es geht? Genau, es geht um Game of Thrones. Und deswegen möchte ich gerne mal von euch wissen, es haben ja bestimmt schon ein paar die Bücher gelesen, lohnt es sich noch, wenn ich mir die jetzt hole? Weil ich würde schon unheimlich gerne die Bücher lesen, vor allem, weil die schon viel weiter sind als die Serie. Aber die Bücher sind ja so unheimlich dicke Schinken. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dann da so stehe, so, ich weiß, was als nächstes passiert. Ja, nächste Seite, ich weiß, was passiert, ja. Also ich möchte mich nicht langweilen beim Lesen. Werden in den Büchern noch andere Aspekte angesprochen oder ist die Geschichte irgendwie ja, tiefgehender verarbeitet als in der Serie? Das wäre mal interessant, weil es ist ja auch irgendwie blöd, wenn ich jetzt erst beim dritten Buch anfange. Von daher würde ich schon gerne beim ersten anfangen, aber ich möchte mich nicht langweilen. Kennt ihr die Bücher oder die Serie? Wenn ja, dann sagt doch mal, was ihr davon haltet und wenn ihr die nicht kennt, warum ihr euch bis jetzt gesträubt habt, davon zu lesen oder sie zu schauen. Weil ich bin jetzt angefixt, ich find's gut und ich kann schon kaum erwarten, dass die neue Staffel irgendwann rauskommt. Es dauert noch so lange. Ja, so viel dazu. So viel auch zu meiner Monatsstatistik. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Da werde ich mich dann wieder ein bisschen zum Affen machen vor der Kamera. Also noch mehr als sonst. Und macht's gut! Zu viel, wenn ich sage, dass... Yay, was für die Outtakes!
Mir ist übrigens gerade aufgefallen, da sitzt ein Spinner unter meinem Regal. Ich werde sie Schwibbelschwabbel nennen und sie... Falscher.